Vor 17 Millionen Jahren war der schwäbische Vulkan aktiv. Im Gebiet zwischen Urach, Münsingen und Kirchheim hat man die Relikte von über 350 Aufstiegsschloten, sogenannten Diatremen, geortet. Sie sind an tektonische Störungen, zum Beispiel die Uracher Mulde, gebunden. Der Vulkanismus steht wahrscheinlich mit der Gebirgsaufhaltung der Alpen und der Aufwölbung des Oberrheingebietes im Zusammenhang. Bis Kirchheim unter Teck reicht heute das S-Bahn-Netz. Schon von der Endstation fällt der Blick auf den Albtrauf und die vorgelagerten Zeugenberge. Allerdings muss man zunächst die Acht überqueren, die hier beim Eichelberg auf die Schwäbische Alb hinaufführt, um diesen Blick in Ruhe und ungestört genießen zu können. Der markanteste Zeugenberg ist der 775 Meter hohe Teckberg. Auf ihm thront die Burg Teck. Unterhalb von ihr findet bei meinen Videoaufnahmen gerade eine Flugschau statt. Etwa 5 Kilometer östlich des Teckbergs befindet sich ein weiterer markanter Zeugenberg, der Limburg. Er ist knapp 600 Meter hoch, aber von ganz anderer Art. Seine sehr gleichmäßige Kegelform weist auf seinen vulkanischen Ursprung hin. In der Tat verdankt er seine Entstehung dem Schwäbischen Vulkan. Der Schwäbische Vulkan, dieser Begriff geht auf den Geologen Hans Kloß zurück, wird auch als Kirchheim-Uracher Vulkangebiet bezeichnet. Im Miozän, vor etwa 17 Millionen Jahren, stiegen in diesem Gebiet magmatische Schmelzen auf und führten zu einem intensiven Phreatovulkanismus. Es floss wahrscheinlich nur wenig Lava aus. Aber das aufsteigende Magma kam mit dem Grundwasser in Kontakt, was zu heftigen Explosionen führte. Ähnlich wie 6 Millionen Jahre später in der Eifel entstanden Mare und Tuffwelle. Diese sind aber heute nicht mehr vorhanden, da die Erosion durch Wind und Wasser die Hochebene der Schwäbischen Alb tiefer legt und den Albtrauf nach Süden zurückverlagert. Das lässt sich besonders gut am Mössinger Bergrutsch studieren, der heute als nationaler Geotop ausgewiesen ist. Hier sackte am 12. April 1983 nach anhaltendem Starkregen ein 600 Meter langes Stück des Albtraufes ab. 4 Millionen Kubikmeter Erde und Geröll mit einem Gesamtgewicht von 8 Millionen Tonnen wurden bis zu 250 Meter hangabwärts bewegt. Seitdem der Schwäbische Vulkan vor 17 Millionen Jahren ausbrach, hat also die Erosion die meisten seiner einst landschaftsprägenden Explosionstrichter zerstört. Heute muss man nach indirekten Spuren suchen. Zum einen stecken in den Zeugenbergen oftmals Schlote aus widerständigeren Basaltfüllungen. Zum anderen sind Mulden mit Torfmooren und kleine Seen auf der Albhochfläche nur dort möglich, wo der Untergrund aus den Basalten der Schlotfüllungen gebildet wird. Ein typisches Beispiel für einen Zeugenberg, der seine Entstehung einer vulkanischen Schlotfüllung verdankt, ist der Limburg. Er ragt als nicht mehr mit der Albhochfläche verbundener Auslieger südlich von Weilheim in die Höhe. Der Gipfel des schön ausgebildeten Kegelberges ist fast 600 Meter hoch und täuscht auf den ersten Blick einen Stratovulkan vor. Aber Lava ist hier niemals ausgeflossen. Nur der Vulkantuff hat der Verwitterung und Erosion besser standgehalten als die Gesteine des braunen Jura. Etwa 5 Kilometer südlich des Limburg liegt heute die Schichtstufe der Schwäbischen Alb. Vorbei an friedlich grasenden Schafherden und auf schmalen Wanderwegen schiebe ich mein Fahrrad den direkten Anstieg zum Randecker Mar hinauf. Wie der Mössinger Bergrutsch zählt es zu den nationalen Geotopen.
Die Besonderheit dieses Trockenmares, das sich auf einer der Schlotfüllungen des Schwäbischen Vulkans gebildet hat, liegt darin, dass es heute direkt auf dem Alb drauf liegt. Mit mehr als 1 Kilometer Durchmesser ist dieses Maar das größte Überbleibsel des Schwäbischen Vulkans. Durch die Rückverlegung des Albtraufes öffnet sich das Randecker Maar heutzutage amphitheatergleich nach Norden, zum Albvorland. In dem Talgrund des Maares weiden Kuhherden, da er wasserstauend und besonders fruchtbar ist. An den Hängen des Maarkessels liegen große Kalksteinblöcke. Auch sie wurden durch die Wucht der phreatomagmatischen Explosionen hierher verfrachtet. Das Randecker Maar ist ein wichtiges Vogelbeobachtungsgebiet, weil Zugvögel es als bevorzugte Einflugsschneise verwenden. Nur 2 Kilometer südlich des Randecker Maares liegt in einer Senke auf der Albhochfläche das Schopflocher Torfmoor. Das einzige größere Hochmoor auf der Schwäbischen Alb. Es hat sich ebenfalls auf den Basalttuffen eines fossilen Maares gebildet und ist das letzte Überbleibsel eines vor langer Zeit verlandeten Maarsees. Moortypische Flora und Fauna gehen zurück, obwohl der Torfabbau eingestellt wurde und das Moor seit 1942 Naturschutzgebiet ist.